Hallo und herzlich willkommen zum weiteren Let's Play von Sandeswerk 1. Ich bin Exekutrix, wir spielen nach wie vor die Elite-Truppen Ost. Custom Kampagne haben hier dieses Lager eingenommen, hier Versperrungen bekommen. Und jetzt schauen wir mal nach, wie es weitergeht. Ganz wichtig ist es, diese Einheiten hier zu schützen und zu halten. Wir schauen jetzt mal nach, wie es hier... weitergeht, können wir hier. Artillerie ist bereit. Na, wenn wir hier jetzt einen LKW hochschicken, dann müssten wir hier klares Schussfeld schaffen können. Wir gucken jetzt einfach mal. Dem Hügel hier waren wir. Wenn ich jetzt weitermachen, da unten ist wieder eine Anhöhe. Dann könnte man hier schon mal die Zufahrtsstraße sichern. Und wir brauchen die Versorgungs-LKWs, um die Brücken zu reparieren und in den Bergen einrücken zu können. Hier oben haben wir nicht mehr viel stehen. Ich habe noch ein bisschen was. Wir müssen auf diese Artilleriestellungen hier. Warte auf Befehle. Schneller! Warte auf Befehle. Jetzt gucken wir mal ein bisschen. Na, das passt alles. Ich kann mich daran erinnern, in Manila, dass die Kerats extrem stark waren. Ziegen, Ziegen. Diese Truppe weiter. Ich habe mich jetzt darauf konzentriert, dieses Let's Play zu beenden, danach vielleicht bei Battle Station Specific fertig zu machen und mich dann jeweils auf eine Serie konzentrieren, weil bei mir einfach das Real Life Vorrang hat. Das bringt irgendwie nichts, wenn ich da zwischen 5 Serien hin und her switche. So, stopp. Hier könnte es sein, dass da wieder Geschütze stehen. Sollte ich es zumindest machen und auch hier unten. Versuchen wir mal, eine eventuelle Stellung zu umgehen. Setzen uns in Bewegung. Schon unterwegs. Warte auf Befehle. Okay, wir brauchen jetzt... Können wir den hier vorbringen? Oder stirbt er bis dahin? Das werden wir gleich sehen. Ich habe hier jetzt einen Aufklärer. Und die Versorger brauchen wir klar für die Brücken. Ich will es gerade auf jeden Fall reparieren. Hm.
Er kommt gerade noch rechtzeitig an. Sehr gut. Das Schöne ist, die ergänzen dann von selbst ihre. Na, die schicken wir hier in den Kübelwagen. Und nun werden wir hier runterfahren, schauen, ob hier eine Stellung ist. Das könnte hier natürlich auch sein. Maschinengewehr. Oh, okay. Long Term. Ah, da steht Artillerie. Das muss ich wissen. Das ist auch klar. Gut, dass wir das Geschütz ausgeschaltet haben. Das Maschinengewehr. Damit denen die Artillerie brauchen wir. Die ist sehr wichtig. Können wir hier langsam aber sicher. Gewehr schützen. Können wir langsam aber sicher den Gegner auskundschaften. Jetzt sind wir hier wieder. Wir stehen unter MG-Beschuss. Aber wo? Okay, und warten jetzt hier. Mal schicken wir mal hier entlang. Okay. Vielleicht wäre es Zeit, hier einen Aufklärer hinzuschicken, dass wir dann. Hier weiter vorrücken können. Hier kam es zu Kampfhandlungen. Jetzt wird hier mal einen Offizier, haben wir hier einen? Irgendwo. Den hier mal auf diese Anhöhe. Gott. Sehr gut, haben wir jetzt die Stellung hier ausgehoben? Ich glaube ja. Was
Was ganz wichtig ist, wir brauchen diese Artillerie, wir brauchen die Long-Tom. Die ist sehr wichtig. Hier haben wir eine Antitank-Kanone. Wenn wir den Long-Tom hier hoch bringen können, dann haben wir einen Vorteil. Ammunition. Verliert der eine Energie, oder? Supply-Truck. So. Jetzt den hier. Ich hoffe, es sitzt gut. Jetzt auch mal schießen lassen. Okay, das ist eine Kanone, die brauchen wir, die ist wertvoll. Schon mal der erste Schuss gesessen. Hier haben wir jetzt auch Munition, Kanonen etc. Jetzt mal Truppe hier und versuche hier den MG-Schützen und die Munition kann mich diese Kanone hier aufprotzen. Schon mal. Oh, das Haus ist zerstört. Ich kann es mir eigentlich kaum vorstellen, dass er so. Gut, das Gebäude gibt es nicht mehr. Auch das hintere Gebäude existiert nicht mehr, noch die zwei hier. Gut. Dann können wir hier weiter vorrücken. Feuer. Ebenfalls erwischt. Sehr gut. Das Wichtigste ist, dass wir hier wirklich die Long Tom nutzen. Können jetzt hier die
Artillerie abputzen und auf das Gebäude feuern lassen. Dann können wir hier runter an die Straße. Okay, und jetzt mit ein paar gezielten Schüssen. Das scheint es gewesen zu sein. Da müsste noch etwas sein. Das könnte dann hier haben wir nochmal Stellungen, eine Waldstellung. Bin ich da nicht entlang gegangen? Und na, ich denke nicht, dass das alles sein wird. Den jetzt einfach mal hier durchschicken. Und das Verstärkungsort hier runter. So, unser Ziel ist ja klar Bergen. Das hier oben, das schreit wieder danach, dass hier eine Stellung ist. Hier ist auf Feldsicht, das sieht man, das müssten wir irgendwie umgehen können. Hier durch und von hinten reinfahren. Ganze Truppe hier hoch. Auch die hier hin. Dann hätten wir hier schon mal einen Vorteil. Bergen. Ja, hier mal Bergen, genau. Das müssen wir einnehmen. Es ist nicht langwierig, die Custom-Mission, weil man nie genau weiß, wo ist der Trigger, wo ist die Position für das Script, um alles nachrücken zu lassen. Das war mein Handy. No. Ziel die Kreuzung hier unten, die sonst erstmal alle nachkommen. Okay, von hier aus können wir hier die Gebäude unter Beschuss nehmen, eins nach dem anderen. Und dann werden wir uns mal ich hätte jetzt gesagt okay, wir haben die Kanone ausgeschaltet. Oh. Okay, da ist eine zweite Kanone. Ich gehe mal von aus, irgendwo hier oben. Und was das Wichtigste ist, wir haben die Südstellung ausgeschaltet. Ich
Ich werde jetzt den Long Tom hier vielleicht einsetzen. Nochmal hier noch eine Zielgruppe und sind hier dann schon vor den Brücken. Und wenn ich hier rüberkomme, dann haben wir eine gute Ausgangsposition. Von hier aus lässt sich mal es. Oh, mein Wecker. Ja, natürlich. So, da bin ich wieder. Urlaub und ich habe den Wecker nicht ausgemacht. Das ist wieder mal typisch. Gut. Wenn jetzt hier die Kommandoeinheit. Gut, bis gerade so. Ich werde hier 2-3 Schüsse abgeben. Jetzt auch eigentlich hier hin. Immer 4 weitere Schüsse ab. Ich mag den Soundmod irgendwie von Samstag Forever. Das könnte gesessen haben. Von hier oben können wir natürlich vielleicht die Gebäude hier unter Beschuss nehmen, eines nach dem anderen. Es ist natürlich dieses ganz langsame Spähen-Vorrücken-Prinzip, für das die Sun-Zweig-Reihe auch bekannt ist. Springen wir mal los. Könnte sein, er hat direkt getroffen. Vorwärts. Feuer frei. Feuer frei. Gut. Unten stehen einige. Könnte sich auf. Oh. Feuer einstellen. Und macht der hier so seine Position halten. Ich dachte, da ist eine. Ich schicke jetzt einfach mal an das Maschinengewehr. Und die zwei hier an die Antitankkanone. Schon mal, dass wir in den Wald freischießen können. Und vielleicht hier rüber, auf diese beiden Anhöhen.
Gut. Das ist halt wieder ideal. Zu 1 da unten stehen. Jetzt weiß ich, was der gesehen hat. Ah ja, okay. Das ist gut zu wissen. Die Stellung ist ausgeschaltet. Können wir die nicht jetzt hier hin? Hier die Stellung hier hoch verändern. Wir dürfen die Artillerie ja nicht verlieren. Das ist ganz wichtig. Jetzt kann ich hier einige Truppen schon mal positionieren. Es ist natürlich langwierig, sich mit diesem Gucken und Vorrücken Taktik vorzuarbeiten. Ich bin auch überlegen, das nächste Handwerk selber vielleicht nochmal eine Custom-Kampagne. Da gab es eine im Afrika-Feldzug, die hatte aber mehr Action. Aber ich muss da erstmal schauen. Drüber schauen. Natürlich ist es für euch auch ganz interessant, wenn man hier mal die Custom-Mission macht. Aber ich liebäugle immer mehr mit einem Add-on der Blitzkrieg-Reihe. Ich habe ja Total Challenge 1 bis 5. Also diese Erweiterungen von Blitzkrieg, aber auch ein, zwei andere Add-ons. Der eine oder andere wird schon wissen, auf was ich anspiele. Vielleicht werde ich mich darauf konzentrieren, aber ich bin gerade jetzt meine Urlaubswoche überlegen, dass ich auf jeden Fall dass ich auf jeden Fall noch ein, zwei Let's Plays beende, wie ich hier bei der Station Specific Remastered Mod. Dass es seit 2 Jahren vor sich hin düppelt, wo ich mitten in der japanischen Kampagne war. So, nun können wir jetzt die Kanone ein Stück zurückziehen, schießen uns hier das Sichtfeld frei und können dann theoretisch direkten Beschuss einleiten. Hinüber zum Waldstück oder auf die Anhöhen, also quasi blindes Feuer. Okay, wir schicken jetzt hier weiterhin. Schauen, vielleicht trifft auch der zweite was.
Die Kanone ist in Ausgangsstellung. Jetzt versuchen wir mal provisorische Stellungen unter Beschuss zu nehmen. Gut. Wir haben hier einen Kratz. Jetzt fahren wir mal hier hoch. Gucken wir, ob das was gebracht hat. Eigentlich schreien die beiden Anhöhen hier danach, dass es okay, die Artillerie hat hier einiges im Anblick gelastet. Ich würde jetzt einen Freiling hier hochschicken. So, das explodiert nichts. Das hier gibt's noch und das hier gibt's noch, die beiden Gebäude. Ansonsten hier oben alles Schrott. Und hier sind wir dann schon mal recht nahe dran an Ortseingängen von Bergen. Also wenn wir es bis dahin geschafft haben, sind wir eigentlich recht weit in dieser Mission gekommen. Wir werfen mal hier hoch und klären hier weiter auf. Stellung hier ist ausgehoben. Ich werde ihn jetzt hier hochlaufen lassen und dann sehr gut. Dann ist die nächste Kanone und da oben bestimmt auch noch eine stehen. Ich bin mal Versteck spielen mit der feindlichen Geschützbesetzung. Gut, jetzt gehen wir mal weiter in die Richtung. Die Lage hier an. Das ist alles wieder Anti-Tank. Kanone. So, geh bitte an Bord der Kanone und Feuer. Es funktioniert nicht. Im ersten Teil konnte man auch noch nicht hinlegen. Wie im zweiten Teil, wir werden es gleich wissen, ob hier. Sehr gut. Das ist gesäubert, hier müssen wir nichts mehr machen. Ich hole mit mir noch diese beiden Männer von der Brücke her zum Reparieren. Gut, zwei Mann sind zwei Mann, dann habe ich oben auch zwei und hier haben wir das noch. Können wir hier theoretisch hinunterfahren in die Stadt?
Theoretisch geht es. Ich könnte jetzt natürlich eine Schneise durch den Wald schießen. Das funktioniert sogar. Gab es damals einige Sachen, die sich mit Tricks machen ließen. Gut, wir sind hier, wir sind hier. Ich will den jetzt hier hervorrücken lassen. Und hier noch einen. Sehr schön. Hier oben mein Maschinengewehrschütze. Ich schicke den jetzt mal hier hin. Erstmal. Erstmal hier hin und schauen, ob da noch was ist. Eine Antipanzerkanone. Das ist sehr schön, weil wir. Sehr gut zu wissen, dass hier ebenfalls eine Antitankkanone ist. Und da wir hier ganz schlau sind, können wir hier jetzt eine Kanone hinschicken und hier mit Reichweitenbeschuss hier hinfeuern lassen. Und dann ist halt die Frage, müssen wir jedes Haus plätten? Das wäre ein bisschen langwierig. Oder nicht? Hier hätten wir jetzt die beste Möglichkeit, hier runter zu feuern. Aber das ist wieder so typisch. Die sollen sich hier sammeln. Ich würde ihn hier hinschicken. Dann hier auf dieser Anhöhe, da gucken wir mal. Felsen. Deswegen funktioniert das nicht. So, hier. Sehr gut, das Gebäude ist nicht mehr existent. Schicken wir einen schweren Maschinengewehrschütze hin und ja, wenn es hinhaut, werden wir bis 14 Brücken vorrücken und dann sagen, okay, bis hierher.
Jetzt warten wir mal kurz. Sehr gut. Besser hätten wir es gar nicht haben können. Wir können uns hier theoretisch eine Schussschneise. Eine Feldkanone. Freifeuern. Weiter in diese Richtung, sodass wir hier freies Schussfeld haben. Schieß ins Blind hier runter. Gut. Also jetzt wieder aufmunitionieren. Braucht es hier. So, gucken, dass die Longton sich hier aufmunitionieren kann. Den hier brauchen wir definitiv. Einmal hier hin, soll sich die Munition hier schnappen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die ja, die sind ausgeschaltet. Einmal. Ich glaube, das war's mit der Feldkanone hier. Das wirkt mir eher so, als wäre von dieser Seite wäre hier. Sehr gut, wir haben das direkte Schussfeld. Reparieren Sie jetzt die Brücken, nehmen Sie Bergen ein, wenn die nächste neue Fallschirmjäger zugeschickt sind. Schon. Wir haben hier jetzt eine ganz gute Ausgangslage. Die sollen sich hier mal weiter bestücken. Ich werde den jetzt hier hinschicken und hier eine Einheit hier hin. Dann haben wir hier eigentlich schon eine gute Ausgangslage. Um können wir hier schon feuern? Ja.
Wir haben. Wir sind sehr gut. Von der Pfennung her. Okay, meine Lieben, dann fangen wir mal an. Oh, er hat hier sämtliche Ziele zugewiesen bekommen. Der Long Tom, um hier ordentlich austeilen zu können. Wenn auch hier mal noch nach Minen suchen. Mich wundert es nur, dass hier nirgendwo Minen herumliegen. Flugzeuge sind unterwegs. Die zwei können wir hier hinschicken zu dieser Munitionsbox. Gespannt, sitzt er jetzt hier? Ah, die setzen sich hier ab, das ist sehr gut. Na, der Feind scheint auch keine Flak. Das scheint nichts da zu sein. Das heißt, hier oben könnte es sogar sein, dass hier. Schicken den jetzt hier hin und mal gucken, vielleicht ist hier noch mal wichtiges Material angekommen. Brücke reparieren. Also der Schlüssel zum Sieg ist wirklich, dass wir hier schweres Material behalten, das wir natürlich haben. Jetzt schauen wir mal. Es gibt bestimmt schon einige Gebäude, wo er hier aus dem Weg geräumt hat. Mit dem Fernwartungsbeschuss. Ja, ich kann eigentlich auch den hier nehmen und die zweite Brücke reparieren. Gut, ebenfalls weg. Das diese Brücke reparieren. Long Tom hat noch einige Schüsse übrig. Jetzt bald hier die Brücken fertig repariert sind, werde ich hier einen kurzen Aufklärungstrupp schicken hierhin. Dann schauen wir mal, was da angekommen ist. Dann machen wir einen Cut und sind es dann so weiter zur dritten Folge. Die zwei können jetzt hier hin, die dürfen sich noch an dieser Kiste bedienen.
Und hier setzen wir mal weiter. Der Bus ist fort. Hier ist die Brücke fertiggestellt. Und hier unten ebenfalls fast. Okay. Die drei Mann schicke ich jetzt mal hier hin. Der Vorteil hier bei den Beschüssen ist eben auch, jetzt können wir hier schon mal die Einheit rüber schicken. Werden wir recht schnell sehen, wie es hier aussieht da drüben. Okay, drüben ist es schon mal. Die Brücke ist fast repariert. Hier sind doch die. Objekte gelandet. Gut, die beiden können wir hier noch. Reinstecken, aber sonst, ich glaube, hier können wir nicht mehr viel unternehmen. Einen Teil werde ich jetzt hier hinschicken und einen guten Teil werde ich hier rüber schicken. Und dann warten mich jemand ab. Longturm, die fährt mit dem Beschuss der Stadt weiter. Das ist aber so ein Ding, da weiß man nicht, spionieren die Zivilisten, spionieren sie nicht. Um sie zu bergen, ihnen werden weitere Wehrmachtsteile geschickt. Sehr schön. Oh, verdammt.
Genau deswegen, hier sind nämlich doch Panzer vor Ort. Ich darf mir das Ganze nicht so einfach vorstellen. Oh oh. Gut, was mit Panzern zu tun? Ihnen werden der weitere Mehrmachtsabteile geschickt. Gut, wir brauchen ein Anti-Tank-Geschütz. Ich glaube, ich habe da sogar eine. So, der fährt erstmal nicht. Schick dieses gerade mal hier hin. Und wir setzen diese Kanone, setzen wir hier drüben ab. Einfach um hier schon mal die Tank geschützt zu haben. Der Lauthammer soll sich neu bewaffnen. Das funktioniert aber mir auch nicht. Gut, die leere Kiste brauchen wir nicht mehr. Können wir den drauf fahren lassen? Aber erst sobald die Ammunition weg ist. Na, so geht's auch. Schicken wir jetzt einen Transporter hier rüber. Na, sehr schön. Das ist sehr gut. Jetzt hier. Jetzt hier den ersten englischen Panzer abgeschossen. Und mit dem Festsetzen hier auf der anderen Seite machen wir hier also einen Cut und sehen uns zur nächsten Folge wieder. Bis dann, euer Executrix.